Nun, Sulamin, wollt ihr jetzt und hier entscheiden, wohin die Flotte segeln soll, oder wollen wir uns vielleicht beraten auf dem Schiff? Ich denke, wir sollten uns auf dem Schiff beraten. Es gibt sicher noch Dinge, die sinnvoll zu tun wären in den Monaten, die uns noch bleiben. Führen wir erst einmal unsere sofortigen Besorgungen in der Stadt aus. Admiralin, habt ihr noch 1 oder 2 Stunden zur Verfügung? 1 oder 2 Stunden sicherlich, kein Problem. Gut, und wenn dann ihr Miamat nicht kennt, dann sollte dies auch keine abschließende... Ihr könnt später sicherlich immer noch entscheiden, aber in den nächsten paar Tagen brauchen wir zumindest einen Hafen, in dem wir Holz bekommen, Munition, alle Sachen zum Befestigen. Vielleicht weitere Mannschaftsmitglieder, ein paar Söldner. Noch einige Vorbereitungen zu treffen, bis es losgeht. Gut, dann treffen wir uns doch zum Abendessen auf der Avianda, um erst einmal das Dringendste zu besprechen. Also gut, ich werde meinen Vater mitbringen und Rafik Ibn Dahmani ebenso. Sehr gerne. Wir haben gerade auch noch mit einem weiteren Verbündeten gesprochen. Es wird Rafik sicher freuen zu hören, dass wir ihn auf unserer Seite haben. Ausgezeichnet. Dann war dieser Besuch in Selem ja nicht ganz nutzlos. Dann bis heute Abend. Was dann? Er fährt mit euch. Er fährt mit euch. Ja, und zackigen Schrittes geht sie dann wieder zurück über die Stege. Ihr könnt ihr folgen, beziehungsweise dann selbst auf die Avianda überwechseln. Ich dachte, wir wollten jetzt zum Tempel rüber. Dachte ich auch. Oder so. Dann könnt ihr über die Stege eines der Flosse nehmen, was von einem sehr merkwürdig aussehenden Bettler hinübergestarkst wird auf die andere Seite der Unterstadt und das Hafenviertel. Ja, hier selbst, solange ihr auf der Hauptstadt oder auf der Hauptstraße bleibt, ist die Not nicht ganz so sehr groß, aber es stinkte noch sehr viel mehr, auch wenn man es nicht ganz hätte glauben können. Die linke Seite des Zintos wäre tatsächlich wohl die bessere, auch gerade weil dann hier die Königshäuser stehen. Auf der rechten Seite riecht es nach Verwesung, nach abgestandenem Wasser. Und die eine oder andere Schlange, die auch hier auf der Hauptstraße an euch vorbeikriecht. Ihr könnt einige verkuttete Achas erkennen, noch viel mehr als auf der anderen Seite. Da waren es vornehmlich mutierte Menschen. Hier sind es tatsächlich Achas, die hier leben, im Dreck und im Häuserschlamm. Und so könnt ihr dann vorbeigehen an den verschiedensten Gebäuden. Ihr könnt ein Raschtuler Bethaus erkennen, was auch immer die hier wollen. Und wechselt dann nach ein paar Brücken wieder in den Morass, in den Schlamm des Deltas, biegt dann nach Norden ab und steht dann vor dem Gebäude, was euch beschrieben worden ist. Zwei Tempel, die durch ein Verbindungsstück miteinander in Einklang stehen. Und ihr seht die Kuppeln von Satuaria und Satinav. Erde und Zeit. Eine wahrhaftig seltsame Kombination, denkt ihr nicht? Ja, aber dieser Tempel ist wie so eine Kuriosität. Es gibt sonst keinen anderen. Zumindest keiner, der mir bekannt ist. Keiner, der noch existiert. Vielleicht sind die Echsen hier das verbindende Element, oder vielleicht sollte ich besser sagen, die Geschuppten? Möglicherweise. Sie bieten ein seltsames Pantheon an. Bin mir sicher, hätten wir mehr reale Zeit und ein unbegrenztes Budget, könnten wir euch eine ganze Reihe an Satnav-Tempeln aus altexischen Ruinen ausgraben. Vielleicht ist einer sogar noch geweiht, aber wir haben weder das eine noch das andere, also müssen wir mit dem hier Vorlieb nehmen. Nun ja, dann wollen wir uns einmal umschauen. Er ist sehr alt. Seht ihr diese Risse im Gestein? Die scheinen nicht natürlich ein Ursprung zu sein, als wenn der Stein in sich selber verwittert. Sehr, sehr lange Zeit. Ihr solltet den Tempelhüter nicht auf den offensichtlichen Verfall seines Hauses hinweisen. Ich denke, das macht den Charme dieses Tempels aus. Trotzdem solltet ihr nicht. Die ewige Rasse hat ein anderes Konzept zu solchen Dingen als ihr. Naja, da ihr so viel wisst, habt ihr noch irgendwelche letzten Ratschläge? Was
mein Verhalten in dem Tempel angeht, ich weiß leider sehr wenig. Blamiert euch nicht und versucht kein Blut zu vergießen. Ich frage mich, ob wir tatsächlich beide brauchen oder nur Satinav. Sollten wir uns auch der Gunst Satuarias versichern müssen, sollten wir vielleicht noch einmal mit Karianna sprechen. Immerhin ist sie ihre Auserwählte. Ihr müsst vermutlich abwägen, wie viel, sagen wir, zeitgenössischer Einfluss diesen Satuaria-Tempel überkommen hat. Nun, die Götter sind zeitlos. Nicht, was ich meinte, Kapitania. Oder genau, was ich meinte. Naja, komm, Abelmir, dann geh jetzt vor. Nun gut. Ja, dann würde ich mal erstmal wahrscheinlich in den Satyr-Tempel reinspazieren. Ja, du kannst direkt in die Mitte in diesen Verbindungsgang eintreten. Auf der rechten Seite siehst du dann die Krötengestalt, wie sie dir schon beschrieben wurde. Immens, eine hockende Gestalt, die wohl aber auch von Schlingpflanzen und von Efeu überwachsen ist, von zahllosen Pflanzen und auch einige Eidechsen, würdest du sagen, die dann oben auf ihr rumklettern. Es riecht auch nach erdiger, modriger Luft, wenn du dann nach rechts blickst, und auf der linken Seite kannst du sehen, wie es ein Mosaik gibt, was sich hier von diesem Gang aus schon zieht, in Schlangenlinien, und wenn du versuchst, gerade zu gehen durch diesen Gang, wirst du aber immer mal wieder von dieser schlangenförmigen, von diesem Mosaik in so eine Art Taumel gezwungen. Und selbst wenn du versuchst, nicht hinzugucken, sondern dich dann in den Tempel selbst versuchst zu orientieren, siehst du, dass dieses Mosaik nicht nur auf dem Boden langläuft, sondern auch auf den Wänden. Und es ist einfach geistverwirrend. Es sieht fast so aus, als wenn du diesem Schlangenpfad folgen könntest, dass du an den Wänden laufen könntest. Wenn du aber selbst dann auf die Mitte des Tempels blickst, kannst du sehen, dass dort, wo das Mosaik ausgespart worden ist, und sich ein endloser Schacht nach unten zieht. Du kannst so ein bisschen säuseln hören, als wäre das der ferne Wind, der aus dem Schacht nach oben weht. Und in der Mitte des Tempels, neben dem Schacht, siehst du einen Kristallomanten, ein Achas, dessen Kontur wohl immer wieder zu flackern scheint, als wäre er nicht ganz stofflich, und ein altersloses Gesicht blickt dich zischelnd an. Hier sind zum Gruße, oder sollte ich sagen, Satinav zum Gruße? Sabeniers. Ihr seid also endlich hier. Nun ja, das Schicksal führte mich hierher, wie ihr vielleicht erkennen könnt. Ich bin Sarshast, aber das wisst ihr schon. Gewiss. Nun, da ihr ja mein Schicksal offensichtlich zu kennen scheint, führt mich doch ein wenig herum, um mich vertraut zu machen mit diesem Gemäuer aus alter Zeit. Ihr habt viele Schicksale. Am letzten Endes wird sich eines durchsetzen. Nun, dann wollen wir hoffen, dass es das richtige Schicksal ist, nicht wahr? Aber ich vertraue... Viele waren vor euch hier. Und viele sind gescheitert, nicht wahr? Und viele werden noch scheitern. Ich werde nicht scheitern, das verspreche ich euch. Wie all die anderen es auch sagten. Das mag sein, aber ich bin ich. Keiner ist wie ich. Außer all die anderen Abelmire, von deren hypothetischer Existenz ihr uns berichtet habt. Sie sind alle verschieden. Euer Punkt. Nun, zeigt mir mein Schicksal. Ihr wollt euer Ritual machen. Seid eingeladen. Bereitet euch vor, der Tempel steht euch zur Verfügung. Viele Gäste haben wir nicht.
ein bedauerlicher Irrtum. Satinav ist so mächtig und doch wird er verkannt. Er ist Gott und Gefangener gleichzeitig. Ihr zieht durch Reden euer Schicksal nur in die Länge. Fürchtet ihr euch? Nein, ich fürchte eher vor dem, falls ich nichts tue. Nun gut, so sei es. Ich habe ein genaues Datum berechnet, wann der optimale Zeitpunkt für dieses Tor wäre. Wie wäre es morgen Abend? Dort, dann muss das Ritual stattfinden. Nicht früher, nicht später. Braucht ihr meine Hilfe? Ich bin für alle Hilfe dankbar, die ihr mir geben könnt. Dann werde ich meine Weiterreise aufschieben. Ich werde euch einige Leute schicken, die, nun ja, Sachen herbringen müssen, die ich unbedingt brauche. Und wir werden das Ritual hier vollziehen und die entsprechenden Paraphernalien richtig in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen Stellung aufstellen müssen. Mir scheint, diese Grube ist geeignet. Er lächelt sehr zweideutig. Ein tiefer Fall. Wie immer. Ein Schicksal, ein tiefer Fall. Der Schacht ist endlos. Ja, das muss sein. Für die, die nicht sehen können. Nun gut. Stellt sicher, dass wir nicht gestört werden morgen Abend. Wir haben wenige Besucher. Es gibt immer Störenfriede. Wenn ihr es nicht tut, dann werde ich für Bewachung sorgen. Bewacht, was ihr wollt. Ich würde mich nochmal an dem Rand dieser Grube hinstellen und dort gucken. Lauschen. Kannst du aus dem anderen Tempel durch den Gang ein dumpfes Schreien einer Frau hören? Und das Gebockere eines Huhnes. Seht ihr? Genau diese Ablenkung meinte ich. Ist es hier immer so laut? Das ist der Satuaria-Tempel. Lasst euch nicht stören. Also, ich war gerade in Gedanken gefallen. Ja, nicht stören lassen, genau. Ja, und während du dir die Grube betrachtest, geht der merkwürdige, flirrende Achas zu Rafim. Hast du eine Frage an Safshast? Naja, meine Frage ist, selbstsüchtig, wie mein Gott sagen würde. Stell deine Frage. Wird einer von uns das Ganze überleben? Er greift in seinen Schuppenbeutel, er holt einen kleinen weißen Diamanten hervor, zerdrückt ihn mit seinen Fingern und rieselt so ein bisschen mit dem zerbrochenen Diamantstaub hin und her, schnüffelt ihn so ein bisschen durch seine großen Nüstern und hat so ein seliges Lächeln auf seinem merkwürdigen, breiten Gesicht. Ja. Jemand von euch wird überleben. Danke. Ja, wo habt ihr denn eine Opferschale aufgestellt? Wie viel wollt ihr opfern? Ihr müsst mein Unwissen verzeihen, aber was opfert man dem Zeitlosen? Zeit. Wenn ihr erlaubt, ihr werdet sie sowieso nicht brauchen. Und dann siehst du, wie er
den Diamantstaub, den er in seiner Hand hält, einmal wieder zusammenballt, sodass er verschwindet. Legt mit seiner anderen Hand, legt er dann an dein Herz. Und du merkst wohl, wie du so einen Muskelkrampf bekommst. Dein Bein, also die Muskelkrämpfe sind so ekelhaft. Und es zieht erst auf deinem linken Bein nach oben und dann auf deinem rechten Bein nach oben. Versucht dann so ein bisschen zu vertreten, dass du dann so ein bisschen deine Beine wieder lockerst. Dann nimmt er die Hand wieder von deinem Herzen. Und als er seine andere Hand wieder öffnet, kannst du sehen, dass aus dem Diamantstaub wieder ein diamantener Kristall geworden ist. Ihr habt geopfert und bezahlt. Satinav dankt. Ja, die Wege der Götter sind unergründlich. Ich setze mich da vorne einmal ein bisschen an eure endlose Grube. Wenn ihr erlaubt. Selbstverständlich. Wie gesagt, legt ihr so ein bisschen tröstend die Hand auf die Schulter. Von dem, was ihr zu geben habt, braucht ihr nicht mehr viel. Ihr habt Satina von Kora so sehr viel zu geben, wie ihr mögt. Kora wird es euch nicht zürnen. Retonich. Ja, er wird am Ende alles nehmen. Den Rest, der bleibt. Ja, und Rafim würde sich mit gekreuzten Beinen tatsächlich an dem endlosen Schacht niederlassen und kurz die Augen schließen. Ja, du hast dich heute Morgen erst rasiert. Und wenn du dann die Augen zumachst, ist ein bisschen schwindelig. Hast den Schmerz aus deinen Beinen wieder abgeschüttelt. Und wenn du dann versuchst, diesen Wind zu lauschen oder auch dem leisen Geflüster von Abelmir mit sich selbst, auch vielleicht diese Hexen aus dem Nebentempel versuchst zu verdrängen, kannst du dir ja wieder vorstellen, die letzte Schlacht. Du weißt, dass du sterben wirst, aber diese Endgültigkeit, die du hier in diesem Tempel spürst, ist fast unheimlich. Du könntest dir auch vorstellen, wenn du diese Schlacht gewinnst, dass Kor mit dir zufrieden ist. Dass du keine Schlacht mehr zu schlagen hast, weil es keine Feinde mehr gibt. Dass du deinen Speer an die Wand stellst und einfach glücklich wirst. Vielleicht zurück nach Alanfa gehst, Expeditionen leitest, vielleicht alt und glücklich wirst mit Zulamin. 30, 40, 50, 60 Jahre. Vielleicht 80 Jahre eines hohen Alters und dann stirbst. Aber je mehr du zuhörst und lauscht, desto mehr weißt du, dass du dieses hohe Alter gar nicht erreichen willst und musst. Du hast deinen Frieden schon gemacht mit dem Tod. Als du die Augen wieder öffnest und dich dann durch dein schwitziges Gesicht fährst, wirkst du vielleicht ein bisschen so, als wärst du krank. Aber das mag auch nur die Hitze sein, die in diesem Tempel und die generell im Sintho-Delta vorherrscht. Da fährst du dir durch dein stoppliges Gesicht. Wie gesagt, du hast dich heute Morgen rasiert, aber als du dir dann mit der Hand durchfährst, kannst du sehen, dass ein paar weiße Bartstoppel in deiner Hand zurückbleiben. Ja, Satinav. Wie mein Herr kennt auch hier keine Gnade. Die Zeit holt uns alle. Auch wenn sich so mancher Magier auf der anderen Seite der Stadt das noch nicht wahrhaben will. Am Ende holt ihr sie alle ein. Entschuldigung, Abelmir, ich habe euer Gespräch unterbrochen. Was habt ihr gesagt? Was muss ich tragen? Ich weiß nicht. Ich habe die ganze Zeit in diese Grube gestarrt, irgendwie. Wie so eine Trance. Was habt ihr gesagt? Ihr spracht von irgendwas tragen. Habe ich das? Gerade eben noch, ja. Nur, tragt, was ihr jetzt tragt.
Nein, nein, irgendwelche Sachen wolltet ihr ja hinhaben für euer Ritual. Ach, das war es nicht vor 2 Stunden? Egal. Ja, wir müssen die Paraphernalia herschaffen lassen und den Tempel sichern, wo uns niemand stört. Ich habe das vorbereitet im Kopf, aber es muss hierher geschafft werden und richtig platziert werden. Und ja. Schafft ihr das? Natürlich. Kapitana, wen sollen wir denn hier hinstellen? Was meint ihr? Jemanden, dem du vertraust? Naja, ich vertraue einem großen Teil der Männer, aber eigentlich, ich würde sagen, eine gewisse Pietät wäre vielleicht hier vonnöten. Dann die Alanfana. Ein sehr guter Vorschlag. Wer Boron respektiert, respektiert gewiss auch Satinaf. Nun, dann wäre ja alles geklärt, denke ich. Ja, wollt ihr noch wieder mit aufs Schiff zurückkommen, Abelmir, oder wollt ihr euch hier vorbereiten? Natürlich muss ich es überwachen. Ich kann nicht zulassen, dass irgendwas vergisst. Und an Bord des Schiffes ist alles wichtig. Es muss in der richtigen Reihenfolge transportiert werden. In der richtigen Zeit. Ja, lasst mich raten, ihr werdet wieder euer Buch rausholen. Nein, es ist alles schon in meinem Kopf schon vorbereitet. Ich weiß genau, wie. Du kannst den Schrei eines Drachen hören. Es ist nicht irgendein Drache. Der Schrei fährt dir durch Mark und Bein. Eine Gänsehaut, die dich durchläuft, und ein Schmerz, der sich in deiner Brust ausbreitet. Als wärst du getroffen. Wir sollten uns beeilen. Die Zeit spielt gegen uns. Lass los gehen. Schnell. Ja, kommt. Wir können den Mann ja nicht alleine laufen lassen. Der hat ja ganz wirre Augen. Ich humpel auch so ein bisschen aus dem Tablet raus.